Zum Live-Video heute endlich mal wieder nach etwas längerer Pause. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und mir heute zu dem Thema geht's auch ohne Konditionierung lauschen möchtet. Es ist so, dass dieses Thema, warum entstand das, weil es doch ganz häufig heißt, diese doofe Konditionierung und das geht auch ohne, ich muss nicht mit Klicker arbeiten. Ich muss kommunizieren mit meinem Hund und so entstand die Idee, dieses Thema einmal anzugehen. Ich denke nicht, dass es allumfänglich ist heute, sondern dass wir so ein bisschen im Endeffekt einen kleinen Abriss machen von dem, was es dazu zu sagen gibt. Man könnte darüber wahrscheinlich 2 Tage lang reden und es wäre immer noch Stoff da. Das heißt, wenn euch ein Punkt fehlt, dann sagt es einfach und ich mache nochmal ein Video dazu. Ich habe halt so das Wichtigste reingenommen zu dem Thema Konditionierung und individuelles Lernen, was mir wichtig ist, was ich euch mitgeben möchte. Und vielleicht ändert es einfach so ein bisschen die Perspektive von dem einen oder anderen. Bis denn alle so ein bisschen eingetrudelt sind, kann ich jetzt zu den nächsten Terminen noch etwas sagen. Es ist einfach so, dass ich leider wöchentliche Live-Videos sehr, sehr gerne machen würde, sie aber nicht schaffe. Und es ist so, dass ich am 28.11. in 2 Wochen wieder online sein werde. Zu dem Thema Beißprävention bei Hunden mit Aurea Verebes. Also da habe ich eine Interviewpartnerin. Auch wieder immer donnerstags 19 Uhr, also der Termin bleibt gleich. Dann hole ich das Video mit Claudi nach zum Thema Lernverhalten Hund. Im Endeffekt das dritte in dieser Reihe am 5.12. Wir möchten euch im Endeffekt zeigen, wie man den Zwei-Finger-Touch aufbauen kann und werden im Live-Video mit unseren eigenen Hunden arbeiten. Ja, das ist dann der erste Donnerstag im Dezember. Und dann vor meinem Urlaub, der 19.12., wird es nochmal ein Live-Video geben zum Thema Silvesterangst und was ihr so ein bisschen notfallmäßig dagegen tun könnt. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal ein Webinar dazu gegeben, ein kostenloses. Und eben am 19.12., weil es einfach passt und weil jeder fragt, was kann ich machen an Silvester, um es meinem Hund besser zu machen, werde ich also in einem Live-Video nochmal das Thema Silvester bzw. was ich gegen Silvesterangst tun kann, mit euch besprechen. Super. Dann fangen wir an. Es ist so, dass ich euch natürlich keine Stunde voll babbeln möchte zu diesem Thema. Das heißt, ich habe eine Präsentation vorbereitet. Es wäre gut, weil ich den Chat nicht sehe während der Präsentation. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne stellen, dass ihr bitte eure Fragen oder eure Frage in den Chat schreibt, es aber noch nicht abschickt oder kurz in Word oder so eure Frage reinschreibt, sie noch nicht abschickt. Und wenn ich dann eben wieder da bin, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Das macht es für mich einfacher, damit ich eure Fragen nicht übersehe. Wenn eine Frage irgendwie zu umfangreich ist, dass ich sie heute beantworten kann, dann wäre es so, dass ich dazu eben, also zu dieser Fragestellung, dann irgendwann noch ein Live-Video machen würde. So, dann legen wir los. Genau, das ist unser heutiges Thema. Geht es auch ohne Konditionierung? Ein bisschen natürlich, die, die mich kennen, ein bisschen plakativ, ein bisschen provozierend gefragt. Und wir schauen uns einmal individuelles Lernen genauer an. Fangen wir gleich an. Wir fangen mit Konsequenz an. Konsequenz hat etwas damit zu tun, dass im Endeffekt auf A im Endeffekt immer B folgt. Es geht hier nicht darum, dass ich immer das durchsetzen muss, was ich sage, was die Hunde
tun sollen? Oder also dieses Beispiel ist, ich sage Sitz, dann wird es ausgeführt vom Hund. Was ist aber oder was passiert, wenn es nicht ausgeführt wird? Ist das denn so dramatisch? Oder ist es nur so, dass ich sage, okay, ich habe Sitz gesagt. Der Hund muss immer Sitz machen, wenn ich Sitz gesagt habe. Oder gibt es noch andere Bedingungen, die dazu führen können, dass der Hund sich nicht hinsetzt? Beispielsweise steiniger Untergrund, nasses Gras, der Hund hat Rückenschmerzen. Und ist es denn immer so dramatisch, auf solche Dinge, Kommandos, sage ich mal, zu verzichten? Oder beziehungsweise, wenn der Hund sie eben mal nicht ausführt, darauf zu bestehen, dass sie ausgeführt werden? Und dann die Frage, was auch viel mit Konsequenz zu tun hat, welche Konsequenzen folgen auf das Verhalten, wenn der Hund eben dieses Verhalten nicht ausführt? Folgt überhaupt irgendwas? Folgt, der Hund bekommt kein Leckerli? Ich sage, okay, kannst du Platz machen? Okay, kannst du was anderes machen? Es sind ja viele verschiedene Konsequenzen, die auf das Verhalten des Hundes folgen können. Was ist mir besonders wichtig, wenn es um Konsequenz geht? Es ist die Erwartungssicherheit des Hundes durch das konsequente Handeln des Menschen. Und damit ist nicht nur gemeint, dass ich sage Sitz und der Hund setzt sich hin und er bekommt dafür ein Leckerli oder auch nicht. Es ist damit gemeint, wenn zum Beispiel der Jogger kommt, dass ich jedes Mal, wenn der Jogger kommt, das gleiche Verhalten von meinem Hund abfrage. Sitz, komm zu mir, geh zur Seite, dass der Hund sich auf mich verlassen kann, dass ich meine Impulse kontrollieren kann, also nicht der Hund seine, sondern ich meine menschlichen Impulse kontrollieren kann und meinen Stress, den ich vielleicht in anderen Lebenssituationen habe, nicht am Hund auslasse, dass ich irgendwie impulsiv reagiere, wenn der Hund eben nicht beim ersten Rufen kommt. Denn das zerstört die Erwartungssicherheit des Hundes. Dann die Konsequenz, dass klassische Konditionierung immer abläuft. Ich glaube, ich habe nicht erklärt, doch in der nächsten Folge wird ein bisschen erklärt, was klassische Konditionierung ist. Die Hundetrainer unter den Zuschauern wissen, klassische Konditionierung bedeutet Pavlov, das heißt, auf Reiz A folgt eben eine Verhaltensreaktion, beziehungsweise auch, man kann sagen, man verknüpft Reiz A mit Reiz B. Es gibt verschiedene, man sagt dazu auch Reizreaktionsmuster. Für alle oder fast jeder hat schon mal von Pavlovs Hunden gehört, die eben mit dem Klingeln des Glöckchens schon das Sabbern angefangen haben. Und das ist eben ein Beispiel für klassische Konditionierung. Und egal, was ihr tut, egal, wie ihr mit dem Hund arbeitet, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, klassische Konditionierung läuft immer ab. Das Training und auch der Alltag mit unserem Hund wird immer bestimmt durch die vier Quadranten der operanten Konditionierung. Und das ist das individuelle Lernen oder ein großer Teil des individuellen Lernens. Diese vier Quadranten möchte ich euch heute vorstellen. Und ich möchte euch ein bisschen vorstellen, warum es eben gar nicht geht ohne Konditionierung. Im Endeffekt ist diese Frage hier schon erklärt, weil die klassische Konditionierung läuft ja immer ab. Das heißt, nein, man kann nicht konditionieren, denn auch Kommunikation ist Konditionierung und Lernen. Schauen wir uns zuerst einmal die klassische Konditionierung an. Die klassische Konditionierung ist im Endeffekt ein Reizreaktionsmuster. Ihr habt jetzt gesehen, mein Hund hat gezuckt, meine Katze macht irgendwas im Flur. Es ist konditioniert. Diese Katze, die macht Geräusche, die ist böse. Erregungsniveau steigt an. Und bei der klassischen Konditionierung kann man sich im Endeffekt merken, hier werden keine Verhaltensreaktionen verstärkt. Hier werden bestimmte Reize miteinander verknüpft.
Und das ist niemals Verhalten, was miteinander verknüpft wird, sondern immer Emotionen, Erregungszustände, Entspannung, Frustration. Frustration ist eine Emotion, eine sehr starke negative Emotion. Reflexive Verhaltensmuster, also instinktives Verhalten und Orte bzw. Örtlichkeiten. Ein paar Beispiele, Emotionen Silvester. Die Reaktion Knallgeräusche, der Hund hat Angst, das ist klassische Konditionierung. Es mischt dann noch ein bisschen was anderes mit. Ich möchte euch im Laufe dieser Präsentation erklären, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Aber so die Knallgeräusche, die Angst, das ist klassische Konditionierung. Der Ball, wenn der Hund den Ball sieht und schon hüpft, und die Erregung, man sieht die Erregung beim Hund, ist klassische Konditionierung. Und auch eben die Ballwiese, dann haben wir zum Beispiel eine Entspannungsdecke, das wäre eine Örtlichkeit, die mit Entspannung verknüpft ist, über klassische Konditionierung. Und da findet man bestimmt noch ganz viele andere Beispiele. Dann schauen wir uns eben mal die operante Konditionierung an, die vier Möglichkeiten von individuellem Lernen. Es gibt positive Verstärkung, negative Verstärkung, positive Strafe und negative Strafe. Ich erkläre euch diese Sachen kurz. Hier in dieser Folie seht ihr, was im Endeffekt emotionsmäßig ausgelöst wird. Wenn ich von Emotionen spreche, dann könnt ihr euch schon denken, okay, operante Konditionierung funktioniert anscheinend nicht ohne klassische Konditionierung. Positive Verstärkung bedeutet, wir fügen etwas Schönes für den Hund dazu. Wir verstärken sein Verhalten. Es wird mehr werden. Und das können Leckerlis sein, das kann der Ball sein, das kann das Reh sein, das kann der Hund sein. Das heißt, die Konsequenzen müssen nicht zwangsläufig vom Menschen ausgehen, die können durchaus von der Umwelt ausgehen. Negative Verstärkung bedeutet, ich nehme etwas weg oder etwas entfernt sich. Das heißt, wir haben eine Distanzvergrößerung, was für den Hund unangenehm ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Diese vier Quadranten, es steht hier immer positiv und negativ. Positiv und negativ ist im Zusammenhang mit, ich füge etwas hinzu und ich nehme etwas weg. Also negative Verstärkung, etwas Unangenehmes wird entfernt, etwas Unangenehmes entfernt sich. Das bedeutet negative Verstärkung und der Hund hat so eine Erleichterung. Darum dieser Smiley mit der Träne da oben so, ha, Gott sei Dank, nochmal davon gekommen. Positive und negative Verstärkung, beide Konsequenzen führen dazu, dass das Verhalten verstärkt wird, dass es häufiger auftritt, länger, intensiver, schneller oder auch, dass es bestehen bleibt. Positive und negative Strafe ist genau das Gegenteil. Das heißt, das Verhalten wird gehemmt, das Verhalten wird weniger. Positive Strafe bedeutet, ich füge etwas hinzu, was der Hund unangenehm findet, was teilweise schmerzhaft ist, was ihn erschreckt. Es kann alles sein, physisch wie psychisch. Und der Hund fühlt sich nicht wohl, nicht gut dabei. Negative Strafe bedeutet, ich enthalte dem Hund etwas vor, was er gern haben möchte. Oder er bekommt etwas nicht, was er gern haben möchte. Manchmal ist es so, es ist schon, also der Hund muss wissen, dass es da ist. Und es kann sein, dass es sich um Belohnungen handelt, um Ressourcen. Es kann auch die Aufmerksamkeit des Menschen sein. Negative Strafe führt immer zu Frustration. Es ist da, ich komme nicht hin, ich bin frustriert. Dann habe ich das hier nochmal, die zwei verschiedenen Konsequenzen auseinanderklamüsert, also was passiert bei positiver und negativer Verstärkung. Das Verhalten wird eben verstärkt und das Verhalten wird häufiger gezeigt.
Es wird länger gezeigt, intensiver und schneller und es bleibt bestehen. Verhalten, was ihr also immer wieder sehen möchtet von eurem Hund, muss das ganze Hundeleben lang verstärkt werden. Es entstehen positive Emotionen bei Mensch und Hund und ihr zahlt sozusagen in euer Hund-Mensch-Beziehungssparschwein ein. Ihr habt eine sehr gute Erwartungssicherheit, wenn ihr eher auf der Seite der positiven Verstärkung und teilweise der negativen Verstärkung arbeitet. Und dann gibt es eben diesen schönen Satz: Die Konsequenzen von heute sind die Antizedenzien von morgen. Das bedeutet, was dem Hund heute passiert, nimmt er das nächste Mal mit in die Situation und erwartet es schon. Und er kann schöne Sachen erwarten oder eben schlechte Sachen. Das schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Bei positiver und negativer Strafe wird das Verhalten des Hundes gehemmt. Es wird also seltener gezeigt, kürzer, es wird weniger oder es dauert länger, bis der Hund das Verhalten zeigt. Es entstehen negative Emotionen bei Mensch und Hund. Beim Menschen wird manchmal leider das Verhalten vom Menschen verstärkt, wenn der Hund dann eben kurzzeitig die richtige Verhaltensreaktion zeigt. Es belastet die Mensch-Hund-Beziehung. Es verunsichert den Hund oder es kann den Hund verunsichern. Und eben auch hier wieder die Konsequenzen von dem, was ich dem Hund in dem Moment zufüge, sage ich mal, nimmt er mit in diese Situation fürs nächste Mal und fühlt sich eben unwohl. Und dann die Frage, geht es nur mit dem einen? Also kann ich sagen, ich arbeite nur über positive Verstärkung. Ich sage das natürlich viel. Ich arbeite hauptsächlich über positive Verstärkung, um mich irgendwie abzugrenzen. Also für mich ist das eine Abgrenzung, wenn ich sage, dass ich hauptsächlich über positive Verstärkung arbeite. Ich kann nicht sagen, ich nehme die anderen Quadranten nicht mit rein. Das ist unmöglich. Ich muss mich aber als Trainerin irgendwie ja irgendwie zeigen, warum das eine Training doch irgendwie anders ist als das andere. Und darum liest man dann so häufig bei diesen Hundeschulen, die hauptsächlich über positive Verstärkung arbeiten, dass sie eben größtenteils über positive Verstärkung arbeiten. Ob es nur mit dem einen geht, kommt sehr auf die Perspektive drauf an, denn im Prinzip wirken immer zwei Quadranten gleichzeitig. Und denn es kommt immer darauf an, welches Verhalten wir uns anschauen. Es wirken entweder die positive Verstärkung und die negative Strafe zusammen oder die positive Strafe und die negative Verstärkung. Was anderes geht nicht. Also immer, es kreuzt sich immer. Ich glaube, bei mir habe ich das falsch rum. Da kreuzt es doch, kreuzt es sich. Positive, genau. Also meine Maus sehe ich nicht, aber hier seht ihr, also es kreuzt sich positive Verstärkung, positive Strafe, negative Verstärkung. Dazu zwei Beispiele. Jetzt ist nur als eine Katze in meinem Zimmer, aber es ist die liebe Katze. Und darum, ihr seht meinen Hund so ein bisschen, Öhrchen, er guckt, aber er ist nicht aufgesprungen. So, zwei Beispiele dazu. Einmal, ich belohne den Hund. Also, ich belohne den Hund für gutes Verhalten. Sucht euch aus, ist egal, mit Futter oder Spielzeug. V plus, das heißt positive Verstärkung. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich den Hund genug belohnt, dann stecke ich das Spielzeug ein. Und in dem Moment, wo ich das Spielzeug einstecke und sage dem Hund, das gibt's, also das ist jetzt meins so ungefähr, dann halte ich dem Hund ja diese Belohnung vor. Ich habe ja nicht nur ein Leckerli dabei. Und das Spielzeug, ich lasse es ja nicht dem Hund, sondern ich nehme es dann irgendwann wieder an mich. Ich will den Hund ja vielleicht nochmal belohnen. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe zwar noch was, aber du bekommst es jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt weiter oder eben einfach nur Belohnung ist zu Ende, ist es negative Strafe. Ich enthalte dem Hund eben in dem Moment dann das Spielzeug vor. Und was ihr beachten solltet, je nachdem, was der Hund in dem Moment für ein Verhalten zeigt, das wird bestraft. Also das eine Verhalten
habe ich verstärkt. In dem Moment, wo ich dann sage, jetzt ist gut, jetzt gibt es nichts mehr, dieses Verhalten wird gehemmt. Einfach nur ganz, einfach nur auseinanderklamüsert. Dann ein Beispiel, der Hund steigt nicht gut ins Auto ein und ich nehme den Hund an die Leine oder der Hund ist an der Leine, ich ziehe den Hund ins Auto und so kurz vor dem Auto springt der Hund ins Auto rein. Was mache ich in dem Moment, wo ich den Hund an der Leine zum Auto hinziehe? Bestrafe ich dieses Verhalten? Der Hund stemmt sich in die Leine, der Hund stemmt sich mit allen vier Pfoten in den Boden. Das ist positive Strafe. In dem Moment, wo der Hund ins Auto springt, wird die Leine locker. Der Leinenzug geht weg. Also das, was er unangenehm findet, den Leinenzug, der hört auf. Und das Verhalten ins Auto springen wird verstärkt. Das sind einfach nur zwei Beispiele davon, dass man immer gucken muss, über welches Verhalten sprechen wir denn gerade. So, und da ihr, die, die mich kennen, wissen, so bin ich nicht, wie kann es gemindert werden? Wie kann man es abmildern? Auch dazu habe ich wieder einfach die Beispiele genommen, die ich euch aus der letzten Folie eben vorgestellt habe. Nach dem Belohnen arbeitet man mit einem Fertigsignal. Das heißt, ich gebe dem Hund mal Leckerli, ich bin fertig. Ich sage, okay, Hund, du kannst wieder in die Umwelt gehen. Ich sage, fertig. Ich kündige also an, ich halte dir, also ich habe hier noch Futter, aber jetzt bekommst du nichts mehr. Und damit mildere ich deutlich die negative Strafe ab. Indem ich ihm immer wieder sage, okay, jetzt ist fertig, das ist Kommunikation, du kannst, jetzt gibt es kein Futter für dich. Und das kann ich auch mit dem Spielzeug machen. Beim Spielzeug ist das Einzige, ich habe ein anderes Signal, wenn ich fertig bin mit der Futterbelohnung, wenn ich fertig bin mit dem Spielen. Und das Spielen wird etwas langsamer im Endeffekt aus, es klingt etwas langsamer aus, weil der Hund ja auf einer hohen Erregungslage ist und ich sonst oft auf der Seite der klassischen Konditionierung diese Erregungslage mitnehme und darum fahre ich den Hund langsam runter und dann habe ich auch ein Signal dafür, dass ich das Spielzeug jetzt einstecke. Und zusätzlich kann ich noch Entspannung oder entspanntes Verhalten trainieren. Dann ist natürlich wichtig, diese Verstärkung und auch die Strafreize, es kommt sehr auf den Hund drauf an, wie der Hund es empfindet, wie wertvoll dem Hund beispielsweise das Spielzeug oder das Futter ist. Wenn der Hund sagt, wedel halt mit deinem Zergel von meiner Nase rum oder hüpf da rum, das interessiert mich nicht und ich es dann wegnehme, dann sagt der Hund, das ist dann keine Bestrafung für den Hund. Geh mir aber aus, dass das Spielzeug sehr wertvoll ist für den Hund, eine gute Belohnung, dann wirkt die negative Strafe dementsprechend und dann ist es wichtig, es anzukündigen und den Hund langsam runterzufahren. Wenn ihr negative Einwirkung verwenden müsst, ich wollte jetzt sagen möchtet, aber möchtet stimmt ja gar nicht, müsst, dann ist es so, dass wir das ankündigen. Also in Klammern steht und positive, das heißt, ich kann auch positive Einwirkungen ankündigen, aber meistens die negativen Einwirkungen sollten bitte angekündigt werden. Einfach nur drei Beispiele, es gibt sehr, sehr viel mehr noch. Eben dieser Leinenzug, der in dem Autobeispiel kam, kann mit weiter oder wir gehen angekündigt werden. Also ich sage weiter, dann geht die Leine auf Spannung, ich nehme den Hund mit, bis der Hund schön mit mir mitläuft und dann gibt es noch einen Keks. Leinende-Signal, Ende, kurz bevor der Hund in die Leine reinrennt. Da habe ich natürlich die positive, im Endeffekt positive Strafe, die ersten drei Male. Und dann aber nicht mehr, dann sage ich Ende und dann gibt es Hunde, die sagen, ja leck mich, ist mir egal. Ich bretter in die Leine rein und es gibt die anderen Hunde, die sagen, okay, ich weiß, was das bedeutet, ich nehme mich zurück. Und dann sage ich, super, hast du toll gemacht. Prima Hundi. Na, dann kommt eben dann die positive Verstärkung. Und zum Beispiel, wenn ich den Hund anleinen möchte, kann ich Leine sagen. Auch da die Liste lässt sich noch ewig fortsetzen. Und dann noch der Punkt 3, was mir sehr wichtig ist, aufbauen und verstärken.
Ich hatte es beim Walter jetzt gerade schon gesagt, ich baue diese Signale sehr gerne außerhalb der Situation auf. Also nehmen wir wieder das Autobeispiel. Ich würde sagen, okay, mir fällt nichts anderes ein. Ich möchte dieses Walter verwenden. Ich baue das unabhängig vom Auto auf. Und ich verstärke dann eben die richtige Verhaltensreaktion des Hundes. Das heißt, hier arbeiten wir dann mit Mischformen. Ich sage weiter. Also die Ankündigung, dann kommt der Leinenzug, der Hund kommt dann irgendwann mit. Also ich ziehe den Hund hier hinter mir her, bis der Hund mich anguckt oder mit mir mitgeht. Dann hört der Leinenzug auf und zusätzlich bekommt der Hund sogar noch ein Leckerli. Und dann haben wir sogar drei Quadranten in einer Übung, um dem Hund zu zeigen, okay, wenn du das Signal hörst und du möchtest eben nicht, dass ich an der Leine ziehe, dann kommst du schön mit mir mit. Und dann haben wir eben individuelles Lernen, was sich neben der klassischen und operanten Konditionierung auch mit den Antezedenzien beschäftigt. Das sind die Bedingungen. Die Bedingungen, die Erwartungen, die ein Hund in eine Situation hat. Und da habe ich so ein paar Beispiele aufgelistet, die mir ganz wichtig sind. Und das erste ist die Perspektive. Natürlich habe ich Signale, die den Hund in seinem Verhalten unterbrechen. Ich kann eben dieses Weiter aufbauen. Ich kann aufbauen, den Hund am Geschirr räumlich einzuschränken. Ich habe das Leinenende-Signal und ich kann immer warten, bis der Hund dieses unerwünschte Verhalten zeigt, damit ich eben meine Ankündigung für eben diese negativen Einwirkungen vorbringen kann und dann negativ auf den Hund einwirken kann. Aber es geht auch andersrum. Das heißt, ich warte nicht darauf, dass der Hund das unerwünschte Verhalten zeigt. Ich weiß, was ich tun kann, wenn er es zeigt. Aber vorher verstärke ich jedes gute Verhalten oder generell das gute Verhalten. Ich muss nicht jede Sekunde jedes Verhalten des Hundes verstärken, das wäre ein bisschen viel. Aber jetzt situativ verstärke ich das Verhalten, was der Hund zeigt und was nicht dem Problemverhalten entspricht oder was ich sage, das möchte ich häufiger sehen, das ist ein gutes Verhalten. Stehen und schauen, zu mir zurückkommen, mich angucken und ich warte nicht darauf, dass das unerwünschte Verhalten kommt, sondern ich verstärke gleich das gute Verhalten und arbeite mit Belohnungen. Weil dann ändert sich auch mein Fokus. Ich gucke nicht, oh, das macht der Hund falsch und das macht er falsch und das macht er falsch. Sondern ich sage, das ist richtig und das war auch super und klasse und das ist so ein toller Hund. Ja, und dann sieht man erstmal, wie viel die Hunde im Endeffekt richtig machen und man muss gar nicht darauf warten, dass sie was falsch machen. Und dann überlegt euch, gibt es andere Möglichkeiten? Da habe ich wieder mein Autobeispiel genommen. Das heißt, bevor wir überhaupt unangenehme Konsequenzen oder unangenehme Einwirkungen auf den Hund folgen lassen. Überlegt euch, was es für andere Möglichkeiten gibt, um eben das Verhalten zu erzeugen oder dass man ans Ziel kommt mit dem Hund. Eben Auto einsteigen. Ich habe statt an der Leine ziehen viele andere Möglichkeiten. Ich kann ans Auto ran pendeln. Das kostet mich halt ein bisschen Zeit. Ich gehe hin, der Hund geht schön mit. Ich sage super, bravo, Markersignal, gehe wieder zurück. Und das mache ich halt hin und her. Also der Hund bekommt im Endeffekt, er geht ran zum Auto, ich gebe das Markersignal und ganz schnell weg. Und dann meinetwegen noch ein Leckerli, muss nicht sein. Kann ich machen, das erfordert ein bisschen Timing und also vom Menschen-Timing und ich muss wissen, was ich tue. Wenn ich sage, oh, das ist mir aber ganz schön kompliziert und ich habe einen super verfressenen Hund, dann lege ich eine Leckerlispur zum Auto und lasse den Hund die Leckerlis aufsaugen, bis er eben im Auto drin ist. Ich kann mit Targets arbeiten, mit Bodentargets, mit Nasentargets. Ich kann dem Hund beibringen, Nase an die Pylone, Pfoten auf dem Bodentarget und ganz spaßig tasten wir uns ans Auto ran. Das kostet auch ein bisschen Zeit, weil ich muss die Targets vorher aufbauen, aber es macht sehr viel Spaß. Und das Simpelste ist, ich nehme die Leberwurst, irgendwas, Leckerchen, was der Hund richtig geil findet und locke den Hund ins Auto. Das ist allemal besser, als den Hund im Endeffekt an der Leine zum Auto zu ziehen. Und auch hier gibt es bestimmt ganz viele andere
mehr Möglichkeiten noch. Das waren jetzt nur ein paar kurze Beispiele. Und das ist eben hier, dass die Konsequenzen von heute die Bedingungen für das Verhalten des Hundes von morgen bestimmen. Wenn ich dem Hund also sage, okay, ich locke dich mit einem Leckerli ins Auto, dann lernt der Hund, okay, ich bin am Auto, ich mag es nicht, aber es passieren mir schöne Sachen. Und er wird das nächste Mal eben positiver gestimmt in diese Situation reingehen. Das ist nämlich die klassische Konditionierung, die zusätzlich zur operanten Konditionierung abläuft. Daran sollte man immer denken. Es ist auch der Grund, warum ich sage, zum Beispiel Aggressionsverhalten, es muss gestoppt werden, kein Ding. Aber wenn ich den Hund erschrecke und der Hund sagt, oh Scheiße, dann geht er das nächste Mal rein und sagt, schau, die Situation, die hatte ich schon mal, ich weiß, was passiert, ich fühle mich schon unwohler und es wird eher zum Aggressionsverhalten kommen. Bei der Autoeinstiegssituation, jetzt diesem Beispiel, hat der Hund eher Angst. Er mag das Auto nicht, er fühlt sich unwohl, ihm ist übel beim Autofahren. Und er wird sagen, wenn ich an der Leine reingezogen werde, oh, die Situation ist ganz schön blöd. Mir passiert ja, ich mag das Auto nicht, ich habe Angst vorm Autofahren. Und dann werde ich noch ins Auto reingezogen. Und wenn ich den Hund mit Futter locke, wenn ich mit Targets arbeite, sagt er, oh, es passieren spaßige Sachen. Wichtig ist dann natürlich, dass man sich anleiten lässt, dass man es ordentlich macht. Aber das individuelle Lernen umfasst eben die Antizedenzen, also die Bedingungen in den jeweiligen Situationen und die klassische und operante Konditionierung. Dann habe ich als letztes nochmal eine Grafik, die ist von Dr. Susan Friedman. Ihr findet ihre Sachen, ihre wunderbaren Sachen unter www.behaviorworks.org. Und es geht hier darum, was ich anwende, wenn ich bei einem Hund eine Verhaltensveränderung bewirken möchte. Das heißt, das ist Ihre Empfehlung, wie sie vorgeht, wenn jetzt irgendwelche Verhaltensprobleme auftreten. Und es geht nicht darum, dass ich es nicht anwenden kann. Ich sollte aber nicht mit dem ganz oben in der Reihe beginnen und dann sagen, oh shit, das funktioniert nicht, sondern ich fange immer ganz unten an, da wo es am einfachsten ist. Ihr erster Punkt ist Gesundheit, Ernährung und Haltungsbedingungen. Das sind für mich die allgemeinen Antizedenzien, also eben die Lebensumstände des Hundes. Ich kann sehr viel daran verändern. Das mache ich auch bei mir im Training. Das heißt, ich gehe gar nicht in die problematische Situation. Ich verändere nichts am Training oder halt höchstens am Umgang mit dem Hund. Aber erstmal in die problematische Situation gehe ich gar nicht rein. Sondern ich gucke mir an, ist der Hund gesund? Hat er Rückenschmerzen? Hat er irgendwelche Hormongeschichten? Wie wird der Hund ernährt? Kriegt er vielleicht viel zu viel Fleisch, viel zu viel Proteine? Und wie sind die Haltungsbedingungen des Hundes? Hat der Hund genug Schlaf? Kommt der Hund genug raus? Wird der Hund beschäftigt? Wie ist der Umgang mit dem Hund? Und das schaue ich mir erst alles an und das wird verändert, wenn da irgendwas nicht passt. Der zweite Punkt sind die Antizedenzen jetzt in der Situation. Ich kann sehr viel verändern. Distanzen zum Auslöser, Halsband ab, Geschirr drauf beispielsweise, solche Sachen. Und als dritter Punkt, dann kommt zum Training, kommt die positive Verstärkung. Das heißt, von Dr. Susan Friedman, das Mittel der Wahl ist immer positive Verstärkung, wäre meins auch. Dann kommt die differenzielle Verstärkung von Alternativverhalten. Das heißt, ich baue Alternativverhalten auf über differenzielle Verstärkung. Und dann erst kommt Extinktion, negative Verstärkung und negative Bestrafung. Und ganz oben kommt die positive Bestrafung. Das heißt, wenn ich mit dem Hund diese fünf Punkte durchgearbeitet habe, ordentlich, ich wirklich alles abgearbeitet habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich mit positiver Bestrafung arbeite oder arbeiten möchte. Es sollte aber nie das erste Mittel der Wahl sein. Das erste Mittel der Wahl sollte immer sein, dass die Antizedenzien verändert werden und eben einmal die allgemeinen Antizedenzien, also die Haltungsbedingungen des Hundes und auf der zweiten Ebene dann die Antizedenzien in der Situation.
Und dann erst, wenn ich diese Antizedenzien im Endeffekt bearbeitet habe, dann gehe ich überhaupt richtig ins Training. So, das war's von meiner Seite aus. Ich schalte wieder um und ihr dürft mir, so, Moment, genau, ihr dürft mir eure Fragen jetzt stellen, wenn ihr Fragen habt. Ich guck mal. So, ich hoffe, ihr konntet mich sehen und hören. Also manchmal ist es so, dass das von eurem Internet nicht gut klappt. Und jetzt wäre Zeit für eure Fragen. Ich weiß, das ist ein Thema, wo ich mich dann ganz gut, wie sagt man so schön, in Rage reden kann. Also ja, da. Da überkommt es mich dann manchmal. Super. Katja sagt, super gut erklärt, Anne. Das heißt, sie hat mich gehört und gesehen. Ona schreibt, positive Strafe ist doch unglaublich schwer umzusetzen. Die wenigsten Menschen können das. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt gar nicht weiter darauf eingegangen, weil das ja wieder noch mal ein ganz anderes Thema ist. Also dass ich eben auch, um positive Strafe anzuwenden, sage ich mal, Fähigkeiten brauche. Wenn ich diese Fähigkeiten habe für die positive Strafe, kann ich mit positiver Verstärkung arbeiten. Mir ging es jetzt wirklich darum zu sagen, okay, überlegt euch halt, was ihr anwendet, denn die Anwendung, sie ist ja nicht so, wie wir sie gerne hätten, weil natürlich kann es funktionieren, aber der Hund fühlt sich nicht gut dabei und der Hund wird sich niemals gut dabei fühlen. Und dann kommen halt auch dazu, die Erregung kommt dazu, die Frustration, dann die gestörte Mensch-Hund-Beziehung. Ich möchte nicht, dass meine Hunde Angst haben vor mir. Und das sind für mich diese Punkte, warum ich, natürlich passiert es mir mal. Mir ist es heute passiert, ich bin auf die Pfote meines Hundes getreten. Ja, ich habe da ein Auto gesehen, oh Gott, das Auto kam und dann war ich so ein bisschen im Träumen und dann bin ich auf die Pfote meines Hundes gelatscht. Das ist positive Strafe im Endeffekt, ja. Und was habe ich gemacht? Ich musste zur Seite gehen. Ich habe mich bei meinem Hund tausendmal entschuldigt, dass ich ihm auf die Pfote getreten bin und habe ihm Leckerli gegeben, weil das war keine Absicht, ne? Aber er nimmt es mir nicht krumm, weil er weiß, es ist ganz viel im Endeffekt in dieses Beziehungssparschwein eingezahlt worden. Die Vanessa fragt, wie organisierst du das zeitlich, wenn du mit mehreren Hunden unterwegs bist und auf einen konzentrieren musst? Es ist ja so, dass ich bei der positiven Verstärkung, also wenn ich viel über positive Verstärkung arbeite, nie was kaputt mache. Also wenn ich wirklich mit einem Hund war, also nehmen wir mal jetzt an, ich über den Zwei-Finger-Touch, das ist ja eh dann in 3 Wochen unser Thema. Und ich sage, okay, Hundi A macht Touch. Und Hund B und C kommen auch an und machen auch Touch, passiert überhaupt nichts. Also das heißt, ich muss gar nicht nur mit einem Hund arbeiten. Ich habe halt Signale, die bedeuten nur für einen Hund etwas, für die anderen bedeuten sie nichts. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Und die Ona schreibt nochmal, bei falscher positiver Strafe mache ich ja mehr kaputt als bei falscher positiver Verstärkung. Ja, du machst aber schon auch bei richtiger positiver Strafe, wenn es denn überhaupt geht, schon sehr, sehr viel kaputt. Aber sie muss nicht mal falsch sein und man macht sehr viel kaputt. Genau, und die Elke schreibt nochmal bei der letzten Folie von der Dr. Susan Friedman, das könnt ihr euch auch runterladen von ihrer Seite und euch ausdrucken und aufhängen. Da war nochmal eine Schranke. Ja, habt doch gesehen, die Verkehrszeichen haben sich geändert. Ja, da war eine Schranke und
Das bedeutet, okay, ich muss auch sehr viel mit meinem Auto, ich muss mein Auto beschädigen, um diese Schranke zu durchfahren, um sie kaputt zu machen. Das heißt, ich sollte es im Endeffekt nicht tun oder möglichst nicht tun. Wenn es mal passiert, dann passiert es mal. Wir sind auch nur Menschen. Mir ist es halt so wichtig, dass man sich klar darüber wird, es ist ja nicht nur die positive Strafe, also die operante Konditionierung, es ist auch die klassische Konditionierung. Und die klassische Konditionierung, die können wir überhaupt nicht beeinflussen, die läuft ab. Und ich möchte gern, dass mein Hund sagt, die Welt ist toll, die Welt ist schön, er ist gerne mit mir unterwegs, er hat Spaß daran, mit mir unterwegs zu sein, er sieht die Welt als meinetwegen ein Regenbogeneinhorn, so ungefähr, na, also übertrieben, so diese, ne, Glitzereinhörner, so sieht er die Welt. Hauptsache, ihm geht es gut. Wenn er die ganze Zeit denkt, oh Gott, gleich kommt wieder was, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich weiß nicht, was ich tun soll, der Hund fühlt sich nicht wohl dabei. Ja, der Hund traut sich nichts, also da sind wir jetzt wieder so bei den Nebenwirkungen, wenn ich über Strafreize arbeite, wenn ich den Hund sehr hemme, das wollte ich heute gar nicht besprechen. Mir geht es darum, dass wir uns im Klaren darüber sind, wenn wir positive Verstärkung anwenden, dass wir auch die negative Strafe mit an Bord haben und dass, wenn wir halt positive Strafe anwenden, wir die negative Verstärkung auch an Bord haben und dass wir das aber ein Stück weit abmildern können und dass es ganz, ganz wichtig ist, im Training mit unseren Hunden das auch wirklich abzumildern. Und das ist das, was ich euch mitgeben wollte und dass man immer überlegt, okay, was habe ich denn für andere Möglichkeiten? Genau, Katja. Katja fragt nochmal, klassische Konditionierung hat immer was mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Erregung zu tun, reflexives, instinktives Verhalten. Das sind Verhaltensweisen, wo der Hund überhaupt nicht nachdenkt. Nur der Hund einfach tut, also sowas wie der Hund riecht diese Weltstelle und wälzt sich. Und operante Konditionierung hat immer was mit Verhalten zu tun. Ja, ich kann ja ein Gefühl kann ich ja nicht verstärken oder bestrafen. Es geht nicht. Ich kann es nur, wir sagen immer, der Hund fühlt sich, also es geht darum, emotional positiv, der Hund ist emotional positiv gestimmt oder der Hund ist emotional negativ gestimmt und dann gibt es halt eine ganz, dazwischen gibt es ganz viel. Okay, wenn keine Fragen weiter da sind, dann war es das für heute. Ich stelle euch meinen Link rein zu meinem Newsletter. Da könnt ihr euch gerne eintragen, da kriegt ihr ein bisschen Zeugs von mir, falls ihr noch nicht dabei seid. Da werdet ihr jetzt regelmäßig informiert, regelmäßiger als früher, weil ich nämlich eine virtuelle Assistentin mittlerweile habe, die sich darum kümmert. Und ihr bekommt dieses Video dann immer bei YouTube den Link und ihr bekommt so ein paar Blogartikel und ihr werdet über die nächsten Live-Videos informiert. Ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, ich sage das auch jetzt nochmal. Das nächste Live-Video ist in 2 Wochen am 28.11. mit der Aurea Verebes über Beißprävention bei Hunden. Wir haben nicht das Kinderthema genommen, weil ich keinen blassen Schimmer von Hund und Kind habe. Daher habe ich gesagt, nehmen wir das andere Thema. Wir sprechen ein bisschen darüber. Ich freue mich auf Sie dann am 5.12. da endlich den Zwei-Finger-Touch mit der Claudi. Und am 19.12. bin ich nochmal alleine online zum Thema, was kann man so spontan noch gegen Silvesterangst tun? Und da erhaltet ihr immer eine Woche vorher eben die Ankündigung, könnt auf Erinnerung erhalten klicken und bekommt dann eben von Facebook direkt die Erinnerung und ihr wisst, wann ihr hier online sein solltet. Wenn ihr es verpasst, ist nicht schlimm, wird alles aufgezeichnet und steht euch danach natürlich noch zur Verfügung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Restdonnerstag und dann einen guten Start in den Freitag und ins Wochenende. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ach so, das, was ich immer gerne vergesse, wenn ihr möchtet, teilt das Video. Darüber freue ich mich sehr. Ihr könnt auch eine Watch-Party machen. Das wäre natürlich noch besser. Da ladet ihr Freunde ein, mit euch gemeinsam dieses Video anzugucken. Aber das muss nicht sein. Teilt es gerne, hinterlasst ein paar Herzchen. Und ja, also wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.